Viele von euch sind Coaches, Berater, Mentoren, Therapeuten und euch liegt es wahnsinnig am Herzen, anderen Menschen bei ihrer Reise zu dem, was sie wirklich wollen, zu ihrem Wohlbefinden, zu Wohlfühlen, zu führen und zu unterstützen. Ihr seht mal die schöne Aussicht. Ja, und ihr seid hier bei mir auf meinem Kanal gelandet, weil ihr verstanden habt, dass ihr nichts weitergeben könnt, was ihr selber nicht verkörpert, wo ihr selber noch Zweifel habt, wo ihr selber eben noch nicht diese Gewissheit des Auftreten habt, dass es funktioniert, dass es wirklich stimmt und dass es richtig und wahrhaftig ist, was ihr weitergebt und was ihr vorlebt. Ja, weil ich meine, wenn man ernsthaft wirklich weitergeben will, was man gelernt hat, dann muss man schon davon überzeugt sein, dass es richtig ist und dass es stimmt und dass es funktioniert. Und für mich war das selber auch immer so. Ich habe gewusst, dass ich nicht meine Geschichte, dass meine Geschichte interessant sein kann und dass sie lehrreich sein kann. Aber ich wollte etwas unterrichten, ich wollte etwas weitergeben, was wirklich zu 100% immer funktioniert. Und das ist genau das, was angeboten wird, ist eine Geschichte. Oftmals ist eine Geschichte, seine Geschichte, deine Geschichte ein Marketing-Tool. Und da will dir erzählen, dass du auf dem Weg genauso, wenn du es genauso machst wie dein Lehrer oder dein Coach oder dein Mentor, dass du dann alles genauso hinkriegst und in diesen Zustand kommst, eines erfolgreichen Menschen. Und wenn du mal schaust, alle Programme, die hier verkauft werden, alle Coaching-Programme, alle Angebote, alles wirbt mit einem Zustand. Ja, wie du dich besser fühlst, wie du reich bist, wie du in einer glücklichen Partnerschaft bist, wie du gesund wirst. Ja, das sind alles Zustände. Gesund sein, reich sein, glücklich sein, Partnerschaft leben, das sind alles Zustände. Und du springst drauf an, wenn dir jemand sagt, wie ich lerne dir, ich zeige dir, wie du in einen Zustand kommst. Wie du dahin kommst, dass du reich bist, dass du glücklich bist, dass du dich schön fühlst, zufrieden bist und gesund bist. Ja? Und damit wirbt man, damit holt man dich, damit kriegt man dich. Und dann zeigt man dir, wie die andere Person, die dir das zeigen möchte, zeigt dir, wie sie in diesen Zustand gekommen ist, was sie gemacht hat, um in diesen Zustand zu kommen. Klammer auf, du weißt nicht, wie stabil diese andere Person in diesem Zustand ist. Aber das ist ein Weg, ja? Und genau das ist die Krux für viele, die auch nicht buchen können, die sich auch nicht unterstützen lassen können, weil sie merken, Scheiße, ich will doch nicht den Weg jemand anders gehen, ich will doch nicht irgendwas nachmachen oder kopieren, weil du genau merkst, das funktioniert nicht. Ich kann nicht die gleiche Wirkung erzielen, wenn ich genau das nachmache. Es kann nicht sein, dass es funktioniert, wenn ich genau das mache, was jemand anders gemacht hat, sondern ich muss einen Weg finden, ich muss ein Prinzip finden, hinter dem ich voll und ganz stehen kann, von dem ich weiß, dass es so ist und dass es so funktioniert. Das ist mal die Number One und das ist das, was ich hier teach, Divine Design Identity. Das ist das, dass du erst zu wissen musst, verstehen, warum du das bist. Ja? Und genau das ist das nächste Ding. Unser Verstand will immer wissen, warum. Und dann buche ich halt auch wieder ganz viele Programme, so Erlaubnisgeberprogramme, wo mir wieder andere Geschichten erzählen und wie sie es gemacht haben und was für Fehler sie gemacht haben und was für Schwierigkeiten sie gehabt haben und was für Frustrationen sie gehabt haben. Und dann glaube ich, ja gut, das ist okay, dass es schwer ist, dass ich Frustrationen habe und das geht schon und ich kann weitermachen und das ist eine gute Motivation.
Ohne Zweifel ist es eine gute Motivation, dran zu bleiben und weiterzumachen. Aber die Fehler von anderen und die Hürden von anderen, auch die musst du nicht abkommen, als auch die musst du nicht für deine nehmen, sondern du hast deine eigenen. Du hast deine eigenen Ansichten, du hast deine eigenen Denkweisen und deswegen hast du deine eigenen Hürden. Und das Ganze kann nur aufgelöst werden, indem du ein Prinzip erkennst, wie die Sache funktioniert. Wie die Sache funktioniert. Wie everything and everyone is you pushed out funktioniert. Und wenn du dieses Prinzip erkannt hast, kannst du für dich deinen eigenen Weg ableiten. Das ist wichtig. Deinen eigenen Weg ableiten, deine eigenen Erlaubnisgeber finden, deine eigene Motivation finden, so wie du tickst, wie du für dich funktionierst. Du kannst es nicht für dich abschauen. Du musst voll einstehen und dahinter sein, dass es dein Weg ist. Es ist dein Weg und du gehst ihn so, wie du ihn gehst. Und nicht, du vergleichst dich nicht mehr mit den Wegen anderer und du schaust auch nicht mehr hin, ja, wie haben es jetzt die geschafft und ah, guck mal, die waren ja auch in so einer schwierigen Lage, ah, guck mal, denen hat es ja auch länger gedauert, bei denen hat es ja auch länger gedauert. Ja, klar, das kannst du alles schauen, aber letztendlich schaust du nur noch auf dich, nur noch auf dich. Wenn du genug Zeit verschwendet hast, im Außen zu schauen, schaust du auf dich. Lernst du das Prinzip? Lernst du, wer du bist? Lernst du, was es heißt? Ich bin die Energie, ich bin die Ansicht, ich bin das, was ich glaube. Und alles im Außen zeigt mir immer nur wieder, was ich wirklich glaube, wovon ich überzeugt bin, über mich, wer ich bin. Ob ich noch abgelehnt bin, ob ich noch nicht anerkannt bin, ob ich noch fehlerhaft bin. All das zeigt mir das Außen. Und wenn du aber genug im Außen geguckt hast, weil du kapiert hast, scheiße, das Außen zeigt mir eine Identität, die will ich nicht mehr weiterleben, die will ich nicht mehr gespiegelt bekommen. Ich möchte nicht mehr, dass mir mein Leben, meine Situationen, mein Business, meine finanzielle Situation immer wieder zeigt, an mir ist was falsch und es muss mehr werden, es muss besser werden, es ist noch nicht gut genug. Das reicht doch jetzt mal. Das reicht doch, dass du das jetzt gesehen hast. Wie viele Jahre hast du es gesehen? Es reicht. Und es ist falsch. Es ist eine Lüge. Es stimmt nicht. Du bist gut genug. Du musst nichts mehr lernen. Gar nichts mehr. Das Einzige, was du musst tun, ist dir einen Trainingsplan aufzustellen, an den du dich akribisch hältst, um zu trainieren, wer du wirklich bist in Wahrheit. All deine Ängste aufzudecken und zu erkennen, dass es einfach nur Bullshit ist, dass es nur Hirngespinst ist, dass du dich nicht zeigen darfst, dass du nicht die Wahrheit sagen kannst, dass man dich nicht versteht, dass du das Leben, dass du nichts zu geben hast, dass du vielleicht noch was lernen musst, auch als Coach und Berater für dich selber. All diese Sachen, die musst du für dich selber aufdecken und dann darfst du sie transformieren, das heißt, als Lügen identifizieren und mit Wahrheit ersetzen. Das ist ja das, was die wenigsten dann auch wieder tun. Die merken, das ist falsch und das stimmt nicht, aber sie machen nicht den nächsten Schritt und implementieren die Wahrheit, implementieren das wahrhaftige Denken, implementieren die wahrhaftigen Ansichten, implementieren die wahrhaftigen Rückschlüsse. Und implementieren ist ja schon etwas, wo Wiederholung braucht, wo immer wieder wiederholt werden muss, bis es das Normalste der Welt ist. Und das ist der Weg und das ist der Prozess. Und den musst du mit dir selber gehen. Du kannst dir jemanden an die Seite holen, der diesen Weg und diesen Prozess genauso versteht. Und genau um das geht es. Das mache ich in meinen Coachings. Ich will dich nicht cashen mit dem, wie ich es gemacht habe. Ich will mit dir rausfinden, wie du es für dich am besten machst. Was für dich die beste sogenannte Diät ist. Was für dich das beste Vorgehen ist. Wie du am besten mit dir umgehst. Dein Self-Leadership. Wie du dich führen kannst. Weil letztendlich bist du ja dann alleine
letztendlich musst du ja mit dir klarkommen. Du kannst ja nicht dein ganzes Leben lang abhängig sein, dass dich jemand unterstützt, dass dich jemand motiviert, dass dir irgendjemand Erlaubnisgeber präsentiert, ja, weil das sind die meisten Coachings und dann bist du super high und high vibe und dann bist du in diesem Ambiente, dann bist du mit diesen Leuten umgeben und nachher, irgendwann hat die Sache ein Ende. Und dann musst du ready sein, dann musst du ready sein, selber vorwärts gehen für dich und selber andere mitzunehmen, weil du stabil geworden bist, weil du das Prinzip implementiert und verinnerlicht hast, weil du deinen Weg und deine eigenen Erfahrungen, sondern du tief genau erklären kannst, warum Dinge funktionieren und manche nicht, respektive warum sich Dinge manifestieren, die du haben möchtest und sich Dinge manifestieren, die du nicht haben möchtest. Weil ich es bin, weil ich es bin, weil ich es bin. Und da rauszufinden, warum bin ich es noch? Warum glaube ich das noch? Was mache ich denn noch? Was denke ich denn noch? Was geht in mir noch ab? Was setze ich den anderen in den Kopf? Weil das ist wahr. Du setzt all deine Gedanken den anderen in den Kopf. Was andere über dich denken, setzt du ihnen in den Kopf. Das heißt auch, everyone is you pushed out. Was deine Kunden über dich denken, setzt du ihnen in den Kopf. Was dein Liebhaber, dein Partner über dich denkt, deine Kinder, deine Familie, das setzt du ihnen in den Kopf. Und da kann nichts anderes reingehen, als das, was du reinsetzt. Und du musst wissen, es gibt keinen anderen Einfluss. Andere Menschen haben keinen Einfluss, weil letztendlich geht alles durch dich hindurch. Nichts kann outgepusht werden, ausgedrückt werden in deiner Welt, in deiner Realität, ohne dass es erst durch dich durchgegangen ist. Also zum Beispiel, du siehst jetzt hier, ich drehe mal hier um, ich sitze hier am Wasser, machen wir mal Lamy Red Segelboot. Ja? Das siehst du jetzt. Ich zeige es dir. Hier diesen See, diese Aussicht, es geht durch dich durch. Es macht was mit dir auf Basis von dem, was du glaubst, was du an über Segelschiffe glaubst, was du über See glaubst, was du über Wasser glaubst, was du über mich glaubst, was du über meine Situation glaubst. All das, was du jetzt merkst und was du spürst, wo du mich hier siehst, das macht das mit dir, was du bist. Und das wirklich anzuerkennen, dass es niemals mit irgendetwas im Außen zu tun hat, egal was du auf Social Media siehst, was du irgendwie konsumierst, es sind alles Trigger. Es triggern deine Überzeugungen, es triggern deine Ansichten, es triggert das, was du bist. Und wenn es dich negativ triggert, wenn es dir was ausmacht, wenn es dich stört oder wenn es dich in Mangel bringt, dann ist es eben noch eine Erinnerung daran, dass du tatsächlich glaubst, ich kann nicht am See sitzen, die sitzt da einfach da und die redet und bla 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 und die hat es ja gut und keine Ahnung, was in deinem Kopf noch vorgehen könnte. Aber es ist scheißegal, sondern du musst schauen, wow, geil, See, schön, was macht es mit mir? Ich möchte, dass ich da denke, es ist Freiheit, es ist schön, Freiheit existiert, Wohlbefinden existiert für jedermann und so weiter und so fort. Das ist so, so wichtig, dass du das erkennst und schön, dass ihr alle jetzt noch in dieses Live eingestiegen seid. Wenn du später dazugekommen bist, was normal ist, schaust dir bitte von Anfang an. Es ist so wichtig, dass du verstehst, was hinter diesem ganzen Zauber und Hokuspokus und Marketing und so weiter und so fort steht. Weil du willst ja auch Marketing machen, aber Marketing ist eben nichts, was du im Außen auch wiederum nur eine Ansicht. Marketing ist auch wieder nur, was du drüber glaubst. Verkaufen ist auch nur wiederum das, was du drüber glaubst. Alles ist einfach nur deine verdammte Ansicht und du kannst sie ändern, wohin du möchtest. Und wenn es um Business und Erfolg geht, dann kann es nicht sein, dass du glaubst, Business und Erfolg ist getrennt von dir. Du bist dein Business, du bist dein Erfolg. Und wenn da noch Einschränkungen sind, wenn da noch Glaubenssätze sind, dass Business nicht gut ist, dass Geld wollen nicht gut ist, dass erfolgreich sein auf irgendeine Art und Weise nicht gut ist, sich selber zu sein, machen, wie man es will, auf irgendeine Art und Weise nicht gut ist, machen, wie man es will, nicht funktionieren kann, dass man etwas
kopieren muss, dass man es so machen muss, wie es die Erfolgreichen machen, dass man sich den erfolgreichen Mindset kopieren muss. Nein, du musst deinen eigenen erfolgreichen Mindset erarbeiten, für dich auswählen sozusagen, nicht erarbeiten, und dann implementieren und dann repräsentieren. Verkörpern ist tatsächlich repräsentieren und dokumentieren. Und deswegen arbeite ich in meinen Programmen immer damit, dass ich verlange, dass du deinen Seinszustand dokumentierst. Mit Videos, mit Sprachnachrichten, im Austausch. Meine Programme sind keine Konsumentenprogramme. Und wenn du Online-Kurse kaufst, dann sind es Selbstlernprogramme. Aber es sind Lernprogramme, die dich animieren, was zu tun, es umzusetzen, es zu implementieren, zu dokumentieren. Nur so funktioniert es. Und solange du dich wohlfühlst, wenn dich einer mit warmen Worten duscht und mit warmen Ansichten und mit angenehmen Teachings, dann bist du nur den halben Weg gegangen. Und ich möchte, dass du den ganzen Weg gehst. Ich möchte, dass du da stehst und sagst, ich bin der geilste Mensch auf Gottes Erdboden und meine Gedanken, Ansichten und Überzeugungen generieren das geilste Leben auf Gottes Erdboden für mich und für andere Menschen. Und dass du das sagen kannst, Tag und Nacht und wann immer dich einer weckt und sagt, was machst du, was willst du, dass so etwas in dieser Art deine Aussage ist. Das möchte ich und dazu musst du üben, dazu musst du trainieren, dazu musst du dokumentieren. Und wir haben Möglichkeiten zu dokumentieren, heutzutage mit Video. Es ist das Geilste, was wir tun können. Wir können uns dokumentieren. Wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten. Früher war das nicht so, aber heute kannst du dich raustriggern. Kannst sagen, kann ich mich zeigen? Kann ich da sein? Kann ich sprechen? Kann ich erklären? Kann ich meine Wahrheit dokumentieren, weil erst dann, wenn du es wirklich machen kannst und nichts mehr verstecken musst, dann ist es da für dich und dann zeigt es sich im Außen automatisch. Aber dies ist der Weg, der ist zu gehen. Und bei mir steigen immer wieder Leute aus und gehen in Konsumentenmodus in meinen Programmen und in den Versteckmodus und glauben, sie müssen sich nicht zeigen und nicht mitmachen und eben nicht dokumentieren. Und es geht so langsam, super langsam. Und wenn du das machst und diesen Trainingsplan und das wirklich einfach umsetzt, weil es so ungefährlich ist, was ich sage in meinen Coachings und meinen Mentorings, dann kommst du schnell voran. Mit einem Lächeln und einem Spaß. Ich möchte nicht, dass unser Trainingsplan dich quält. Du sollst Freude daran haben, an dir, daran dich zu zeigen. Du sollst Freude daran haben, wer du bist. Sonst macht doch der ganze Quatsch keinen Sinn, sich selbstständig zu machen und ein Business aufbauen zu wollen und anderen vor allem helfen zu wollen, wenn ich es als Last empfinde. Es muss Spaß machen. Und das ist High Frequency. Es macht dir Spaß, es macht dir Freude. Es macht dir Freude, den Weg zu gehen. Es macht dir Freude, dich zu zeigen, dich zu demonstrieren. In allem, all of you. Und ich brauche alles von dir, damit ich dir helfen kann. Ich brauche alles von dir, weil wir wollen alles von dir transformieren. Es kann nicht sein, dass du nur halb in gehst und halb dabei bist. Deswegen buche bitte nur meine großen Programme, meine 1:1 Programme, wo wir zusammenarbeiten, wenn du bereit bist, alles zu geben. Der Rest ist Geldverschwendung. Da habe ich keine Lust drauf. Das macht mir wiederum auch keinen Spaß. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, das ist klar angekommen. Wenn du Fragen hast, setz die bitte unter dieses Video. Wenn du findest, das müssen andere wissen, teile es. Und wenn du jemand bist, der sich jetzt angesprochen fühlt und sagt, genau deswegen komme ich in meinem Business nicht weiter, weil diese alten, klassischen Marketing- und Verkaufsstrategien, Ansichten, Business-Ansichten genau mir nicht entsprechen und ich eben von solchen Leuten, die die vertreten, auch nicht lernen kann, dann kannst du vielleicht von mir lernen, deins draus zu machen, weil das möchte ich. Und absolut ist übrigens dieses Business-Programm für 6 Monate und Rising Up ist das Programm, das du eigentlich vorher machen solltest, damit du wirklich in dieser Divine Design Identity mal angekommen bist und sie Richtung Business ausleben kannst.
Das ist der Weg. Das ist der Weg. Du kannst nicht anfangen, Business zu machen, wenn du noch eine Loserin bist, wenn du Angst hast, wenn du dich verstecken musst, wenn du dich noch schämst, wenn irgendetwas in deinem Kopf dir sagt, etwas ist nicht in Ordnung, irgendwie verdienst du irgendwas noch nicht, irgendwas steht dir das Beste noch nicht zu, dann musst du nicht anfangen, versuchen, Business zu machen. Du verlierst deine Zeit. Du verlierst Zeit, du wurstelst so rum in der Identity, die nicht gut genug ist, die lernen muss und die froh sein muss um jeden Menschen, der irgendwie in ihre Welt kommt und ihr vertraut. Nein, so ist es eben nicht. Du darfst die Frau sein, diese Frau, die weiß, wer sie ist und die weiß, wie es funktioniert als Prinzip und nicht als Beispiel und nicht als Story und nicht als Geschichte, sondern die das Prinzip dahinter versteht und weitergeben kann. Okay, also ihr Lieben, bis ganz bald. Ciao, ciao, schön, dass ihr da wart.